Da war der Olli noch nicht geplant. Wir müssen ja auch die Wahrheit ans Licht bringen. Richtig blamabel, ey. Aus Alex oder Axel? Ich glaube, die anderen habe ich alle verdroschen. Oh, das habe ich jeden Tag. Jeden Tag. Jetzt hast du uns total komplett verwirrt. Ach, Oliver, guck mal. Wo kommt das Auto auf einmal her? Herrlich. Hallo, Nils. Einen wunderschönen guten Morgen, Gentlemen. Nils, grüß dich. Herzlich willkommen. Es ist 14 Uhr, wieso sagst du guten Morgen? TSG Quiz Taxi powered by Audi. Mach mir nicht meine Anmacht kaputt, verdammt nochmal. Wir fangen mit ein bisschen Mathe an. Das haben wir heute Morgen schon gemacht im Training. 1 + 2. Ich möchte von euch gerne wissen, wie viel Quadratmeter hat ein Strafraum? Wer von euch beiden näher dran ist, kriegt den ersten Punkt. Sei mal ruhig. Zählen Sie mit Ihren Fingern? 350, 400. Olli sagt 400. Ja, komm. Ich sag weniger. 399. Ich brauche eine Zahl. Stolz, ich brauche eine Zahl. 140. Olli, du darfst dich über deinen ersten Punkt freuen. Ha! Es sind 665. Boah, was? Echt so viel? Bin ich so schlecht in Mathe? Zweite Frage. Wieder eine Schätzfrage. Wie viele Gegentore hat Olli Baumann in seiner Bundesliga-Karriere bislang kassiert? Das sind einige mittlerweile. Gut, du hast auch einige Spiele gemacht. Mach mal 412. 412. Nee, dann bleib ich drunter. Aus Stolz bleib ich dann so. Ja, es sind mehr als 400, aber ich sag 390. Damit haben wir einen Unentschieden. Der Punkt geht an Stolz hier. Was haben wir denn? 653. Boah, hey, ist es traurig. Und immer gespielt trotzdem. Das lag ja nicht an mir. Ja, dann paar schon. Wie viele Bundesliga-Minuten hat Alex Stolz gesammelt? Auch hier eine Schätzfrage. Ich weiß es. Warte. Ich weiß es. Ungefähr. Möchtest du es nochmal sagen? Ich weiß es. Also ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. 42. Das ist wenig. Ich hab's ja nie so mit Zahlen. Dann sage ich 32. 32. Dann sage ich 33. Was haben wir, Nils? 17. 17 waren es nur. Dann hast du aber trotzdem Ende noch, glaube ich, ich habe so viele Aktionen gehabt. Du hast 2 oder 3 1-gegen-1-Situationen gehabt. Also ich habe auf jeden Fall zu 0. Spiel ging 1-1 aus. Du hast zu 0 gespielt, absolut richtig. 100% wurde. Tja, haben oder nicht haben. Ja, dann war's vorbei. Ollis erstes Auto. Bitte nicht einblenden. Es war auf jeden Fall ein Dreirad. Und dann Bobbycar. Nee, ja, Bobbycar auch. Bulldog. Was? Und das erste Fahrbare mit Führerschein, schätzungsweise. Ich würde dir eigentlich jetzt einen Vorschlag machen, du musst nur sagen, wahr oder falsch, aber wir können das Spiel auch ändern. Also. Okay, wie war die Frage nochmal? Ich habe gar keine Fragen gestellt. Ollis erstes Auto war ein Rallye-Fahrzeug, wahr oder falsch? Also Olli ist schon sehr verrückt, was Autos angeht. Aber ich glaube, zu der Zeit war er noch nicht ganz so wild. Ich glaube es eher nicht, dass er dann schon so ein Fable hatte für ein spezielles Rallye-Fahrzeug. Leider doch. Na, ein Rallye-Fahrzeug. Ja, das war so angelehnt an das Rallye-Auto. Das war ein Suzuki SX4 WRC. Das war voll mit Werbung und allem, Shell-Aufkleber und so. Ich war froh über meinen Corsa mit 45 PS und 4 Gängen. Ich war immer froh, wenn ich den Buckel hochkam. Ohne Witz, musst du ja hochschieben. Immer alleine gefahren, weil zu zweit war schon überladen. Stolzi sagt über sich selbst, er sei eher der Katzentyp. Auf keinen Fall. Wie kommst du drauf? Wegen seinen Hunden. Ich mag Hunde, aber ich bin tatsächlich eher der Katzentyp. Hä, aber ja, ist so. Du tust jetzt so, als wären deine Hunde immer so, hey, ich habe die Hunde. Die gehst jeden Tag 14 Kilometer laufen mit denen. Ja, die habe ich ja auch total gerne, aber ich hätte auch nichts gegen Katzen, weil ich Katzen echt schon von Kind auf habe. Wir bleiben noch so ein bisschen bei Haustieren. Olli hatte als Kind Hamster, wahr oder falsch? Ja, war. Hatte jeder. Ich sag ja, hat er. Ich hatte auch einen Hamster. Falsch. Hattest du keinen? Mhm. Mäuse. Mäuse, ja. Echt jetzt? Und zwar nicht nur 2. Ja, aus 2 wurden 30. Ich habe zufällig gehört, wie Rino Stolz ihn nennt. Er hat nämlich einen besonderen Spitznamen für ihn, nämlich Clark. Die Frage ist, habe ich mir das gerade ausgedacht oder stimmt das? Nein, das stimmt. Das stimmt? Ja, das stimmt. Ob Stolzi oder Clark ist ja fast das Gleiche. Oder Axel. Ne? Ja, Rino hatte das irgendwie so, wenn er mich alles gesehen hat. Wahrscheinlich hatte ich die Haare noch ein bisschen seitlicher. Du hattest ja, hast du eine so runter gehabt. Ja, ich hatte jetzt keinen roten Umhang an. Nee, das ging, glaube ich, um die Locke, um eine Locke, die vorne mal runterhing. Und dann hat er gesagt, guck mal, das zum einen. Und ich glaube, er hat mich oberkörperfrei gesehen. Damit geht die Torhüter-Edition des Quiz-Taxis an Olli. Herzlichen Willkommen. Ja, zum
zum Dank machen wir heute Mittag ein bisschen mehr. Genau.